Heute machen wir Spaghetti Bolognese. Dazu benötigen wir 300 Gramm gemischtes Hackfleisch, eine Zwiebel kleingeschnitten, Spaghetti, eine Packung Tomatenmark, geriebenen Käse, Pfeffer, Salz und zwei Töpfe. Als erstes geben wir die Zwiebeln in einen Topf. Gehen dann mit dem Topf und dem Hackfleisch und dem Wasser und den Spaghetti zum Herd. Wenn wir das Ganze vom Herd genommen haben, müsste das Ganze so aussehen. Dann serviere ich mir ein bisschen Spaghetti. Ein wenig Bolognese. Nimm noch ein bisschen geriebenen Käse. Ihr könnt natürlich auch Parmesankäse oder sonstigen Käse, den ihr mögt, drauf machen. So, und dann wünsche ich euch einen guten Appetit.